Ja, im nächsten Teil der kleinen Videoanleitung Photovoltaikplanung mit Google SketchUp möchte ich nochmal zeigen, wie einfach man auch verschiedene Modulvarianten testen kann, indem ich zunächst mal hier über die Gliederung die bereits eingezeichnete Modul, den eingezeichneten Modultyp ausblende und dann über die 3D-Galerie von SketchUp ein neues Modul in die Zeichnung lade. Wie immer 3D-Galerie, dann Stichwort Photovoltaik als Suchbegriff eingeben und dann findet man hier diverse Module. Ich wähle jetzt in dem Fall mal ein Modul mit 54 Zellen, 6 Zoll. Das hat die Abmaße 1 Meter mal 1,50 Meter. Typischer Vertreter wäre zum Beispiel das Modul von Scheuten 180P6 mit 200 Watt Peak. So, und wie immer muss hier zunächst im Komponentenmenü eingestellt werden, dass die Bindungsebene auf beliebige umgeschaltet wird. Das macht man auf diesem Karteireiter bearbeiten und mit der kleinen Dropdown-Liste wird es auf beliebige umgestellt und dann kann ich ohne das, die Komponente nochmal drehen zu müssen, die direkt auf die geneigte Dachfläche platzieren. Ich mache das hier genau an dem Schnittpunkt zwischen der Hilfslinie und der Draufkante und dann schiebe ich das Modul mit dem Bewegungswerkzeug um exakt 10 cm nach oben. Wie immer einfach über die Maustaste, über die Maus die Richtung vorgeben und dann über die Tastatur 10 cm eingeben. Dann hat man das exakt dort platziert, wo man es auch haben möchte. Aus dem Bewegungstool wird, wie gesagt, durch Drücken der Steuerungstaste das Kopierwerkzeug. Funktioniert ansonsten gleich, zeigen, in welche Richtung man kopieren möchte und über die Maustaste jetzt in dem Fall 1,02 Meter eingeben, sodass wir 1 Meter Modulbreite plus die 2 Zentimeter für die Befestigungsklammer berücksichtigt haben. So, und aus der einen Kopie werden sehr viele Kopien, indem man einfach über die Tastatur im Anschluss an den Kopiervorgang 50x beispielsweise eingibt. 50x steht für 50 Kopien. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann macht man halt nochmal 55 oder 56 und probiert so lange rum, bis man genau die Anzahl an Kopien gemacht hat, die das Dach komplett ausfüllen. Das gleiche mache ich jetzt nochmal in Richtung linker Dachrand. Zunächst eine Kopie. So, dann nochmal zwei. Ja, zwei ist ein bisschen viel, das passt nicht mehr ganz drauf. Also belassen wir es bei einer. Ja, und damit ist die Modulzeile auch schon gezeichnet. Jetzt markiere ich alle Module dieser Modulzeile. Das ist insofern jetzt relativ einfach, weil vorher das gesamte Gebäude gruppiert wurde. So ist also gewährleistet, dass wenn ich jetzt hier die Module markiere, dass ich nicht aus Versehen noch Teile des Gebäudes mitmarkiere. Und jetzt wird wieder mit dem Bewegungstool hier in diese Richtung eine Bewegung vorgegeben. Durch Drücken der Steuerungstaste wird aus der Bewegung eine Kopie. Und da die Module 1,50 Meter lang sind, gebe ich über die Tastatur 1,51 Meter ein, das Ganze dreimal. Ja, und schon ist das komplette Dach belegt. Man sieht jetzt hier oben am First, dass wir einen relativ großen Rand haben. Da passt kein ganzes Modul mehr drauf, aber doch noch relativ viel Platz übrig bleibt. Und das bietet die Gelegenheit, dass man zwischen die Module noch einen kleinen Wartungsgang einbaut. Ich markiere jetzt mal die obersten beiden Modulzeilen und schiebe die nochmal entlang meiner Hilfslinie um 15 cm nach oben. 15 cm reicht genau aus, um noch einen Fuß dazwischen zu kriegen, auch mal unter die Module drunter greifen zu können, um mal ein Kabel rauszuziehen, eventuell mal eine Spannung messen zu können, sodass ich also hier noch die Möglichkeit habe, an die einzelnen Module zu gelangen. So, durch Einschalten der Röntgenfunktion sehe ich jetzt die Module, die noch weggelöscht werden müssen, weil ja zum Beispiel wie in dem Fall jetzt hier der Schornstein im Weg ist oder hier das Dachfenster. Die werden einfach mit dem Zeigerwerkzeug markiert und durch die Drücken der Entferntaste dann gelöscht. Das gleiche noch bei den beiden Modulen hier und am rechten Dachrand. Und natürlich auch hier oben bei dem zweiten Schornstein auf der rechten Seite. So.
Das steht auch noch ein bisschen über. Das muss auch noch weg. Und hier neben, ich lege jetzt mal auf optische Gesichtspunkte keinerlei Wert, probiere einfach aus, was eben maximal drauf passt. Man kann das natürlich noch beliebig optimieren. So, dann die Röntgenfunktion wieder ausschalten und fertig ist das Modell. Im Abschluss in der Gliederung nochmal das erste Modul markieren und dann bei gedrückter Shift-Taste das letzte Modul, sodass alle Module markiert werden. Mit der rechten Maustaste kann man die dann gruppieren und anschließend noch umbenennen, dass man später noch weiß, was es für ein Modultyp war. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Solarmodul 1 Meter mal 1,50 Meter. Und so kann ich das dann jederzeit später in der Zeichnung ein- und ausschalten und die verschiedenen gezeichneten Varianten nochmal miteinander vergleichen. Was jetzt auch noch interessant ist, ist natürlich, wie viele Module überhaupt draufgepasst haben. Das ist, kann man hier mit der rechten Maustaste auf ein Modul und die Elementinformationen anklicken, sodass man sofort sehen kann, wie viele Module von diesem Typ passen auf das Dach drauf. Ja, dann kann ich den hier, wie schon erwähnt, mit der rechten Maustaste ausblenden und den anderen Modultyp wieder einblenden und kann so zwischen den verschiedenen Varianten hin und her schalten.